Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Testvideo hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr auch diesmal wieder dabei seid und beim Arzenberger zuschaut, denn heute gibt es diese Lindt-Schokolade bei mir im Test. Ihr seht schon, eine neue Sorte Lindt-Pflaume mit fruchtigem Pflaumenwasser. Wir haben eine Vollmilchschokolade mit flüssiger Pflaumenlikörfüllung. Ja, und da bin ich ganz ehrlich, ich habe mich ein wenig vergriffen. Ich bin nicht so der Fan von irgendwelchen flüssigen Alkoholsachen hier in Schokolade oder sowas. Naja, trotzdem, jetzt ist sie da. Sie muss probiert werden. Wir haben eine 100 Gramm Packung, 2,29 Euro habe ich dafür bezahlt und gekauft habe ich diese Sorte bei World of Sweets. Nun gut, dann würde ich sagen, wie immer, wir öffnen jetzt sofort die Verpackung und probieren den Inhalt, denn ihr wisst ganz genau, auf meinem Kanal geht es nur um eins und das ist und bleibt der Geschmack. Also gilt wie immer, auf damit und raus damit. So, dann schauen wir mal, wie unsere Schokolade aussieht. Ah, es ist schon, ach nee, überall kaputt. Was ist das? Ja, sehr ärgerlich. Sowas mag ich überhaupt nicht. Naja, egal. So schaut sie aus. Okay, ich lege das Ganze mal wieder ein wenig anders hin und dann beginnen wir. Und es geht weiter. Wie ihr sehen könnt, ist wirklich hier die komplette Schokolade leider zerbrochen. Keine Ahnung, was damit passiert ist auf dem Transportweg hierhin. Egal, wir werden sie trotzdem probieren. Deswegen nehmen wir jetzt einfach mal ein Stück und schauen uns das aus der Nähe an. So sieht's aus. Hier ist jetzt unsere Kammer, die mit unserem ja, Pflaumenlikör gefüllt ist. Also, ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Ich probiere es jetzt trotzdem. Okay, ich beiß hinein. Riechen tut schon sehr lecker. Oh, ja, genauso dachte ich mir das. Schaut mal. Hier ist die Füllung. Schmeckt wirklich extrem nach Pflaume. Ja. Also ich bin wirklich kein großer Likör-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, der Inhalt ist jetzt weniger mein Fall, bin ich ganz ehrlich. Dieses Pflaumenwasser, Pflaumenlikör oder was auch immer, schmeckt mir leider nicht. Ja, das einzige Leckere für mich ist die Schokolade außen herum. Naja, so ist es nun mal. Also ich würde mir das Ganze nicht nochmal kaufen. Wie gesagt, war leider ein kleiner Fehlkauf. Ich habe mich da verlesen. Naja, zu spät. Wir haben sie trotzdem mal getestet. Und ja, gibt garantiert auch Leute, denen so etwas schmecken mag. Ich zeige euch jetzt nochmal die Zutaten und die Nährwerte von der Rückseite. Und dann gibt es meine Bewertung zu dieser Lindt-Sorte. Ich vergebe den Daumen zur Seite für diese Lindt-Schokolade mit Pflaumenwasserfüllung. Also mein Fall ist es nicht, wie gesagt, ich würde die auch nicht nochmal kaufen. Mir schmeckt es leider überhaupt nicht. Hatten wir, glaube ich, auch noch nie bei einer Lindt-Schokolade, dass sie so eine schlechte Bewertung bekommen hat. Aber es ist natürlich nur mein persönlicher Geschmack. Der ein oder andere wird das wahrscheinlich total lecker finden. Deswegen probiert sie einfach mal. Schreibt mir was dazu in die Kommentare, wie eure Meinung zu dieser Sorte aussieht. Das war's schon wieder für heute mit meinem kleinen Test. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wie immer, lasst mir einen Daumen nach oben da, haut ein Abo raus. Schaut euch ein wenig bei mir auf dem Kanal um. Vielleicht gibt es noch das ein oder andere Video, was für euch interessant ist. Schaut auch gerne morgen wieder bei mir rein. Morgen gibt es schon wieder das nächste Testvideo. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal, sagt euer Arzenberger.